Serkesi und Morgenholt sind also die einzigen, die Kenntnis von diesen Algorithmen hatten. Nun, Morgenholt ist tot und Serkesi hat was mit einem geheimnisvollen Unbekannten zu tun, den wir nicht kennen. Dvorak. Morgenholt und Serkesi sind Freaks, keine Terroristen. Vielleicht ist dieser Dvorak ja nichts weiter als ein Strohmann. Hey, hier wird's gerade spannend. 2:0. Die Yankees im 8. Inning. Akira Watanabe bereitet sich auf den Wurf vor. Er konzentriert sich. Das war doch kein Zufall. Mach dich auf den Weg zum Big Apple. Bruce Morgenholt und Abraham Serkesi arbeiteten gemeinsam im UN-Komitee Projekt Watson, dem es gelang, Messis Kernels zu knacken. Sie waren es, die die 1024-Verschlüsselung entdeckt haben. Die Nachrichten, die du in der MCAS-Bank gefunden hast, waren nach genau diesem System verschlüsselt. Wenn dieser Dvorak IW-Algorithmen in die Finger bekommen hat, die auf Messis Technik basieren, dann stecken wir gehörig in Schwierigkeiten. Seit wir den Kerl mit der ganzen Geschichte in Verbindung bringen konnten, versuche ich schon in Serkesis Privatnetzwerk einzudringen. Ich habe ja in meinem Leben schon einige sichere Netzwerke gesehen und hatte mich auch darauf eingestellt, dass Serkesis Netzwerk ein harter Brocken sein würde. Aber das ist Wahnsinn. Serkesis Server ist nicht einfach nur gesichert oder gut getarnt. Es ist so, als würde man in einem stockfinsteren Raum nach einem Schatten suchen. Das Ding treibt mich noch in den Wahnsinn. In New York wird die Lage langsam ungemütlich. Seit dem Stromausfall sind jetzt 24 Stunden vergangen und niemand weiß, wie lange er noch anhalten wird. Aus Manhattan wurden schon die ersten Unruhen gemeldet. Glücklicherweise ist der Funke noch nicht auf andere Bezirke übergesprungen. Wir setzen dich in einer Gasse ab, die an das Zielgebäude angrenzt. Pass auf die Zivilisten auf. Fischer, seit etwa einer Stunde ist in Manhattan die Nationalgarde im Einsatz. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Pass auf, wo du hinschießt, Sam. Diese Jungs haben keine Ahnung, dass du... Pass auf, wo du hinschießt, Sam. Diese Jungs haben keine Ahnung, dass du dort bist. Die werden sofort auf dich feuern. Töte keinen. Ich wiederhole, töte keinen von ihnen. Ich werde mir Mühe geben. Gut.
Irgendetwas stimmt hier nicht. Man kann nie vorsichtig genug sein. Was war das? Habt ihr genug Licht? Glaub schon. Die Lampen an den Absperrungen verfügen alle über Batterien. Ansonsten habe ich auch noch Leuchtfackeln. Gut. Dann konzentrieren wir uns auf die Stromversorgung des Kommandopostens, bevor wir in die anderen Bereiche gehen. Okay. Hast du das gehört? Entspann dich. Vielleicht war es nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach, egal. Bin ganz froh, dass ich nichts gefunden habe. Was ist los? Wo bist du? Hallo? Wir haben...
Fischer. Sieht so aus, als würden die Jungs von der Nationalgarde versuchen, die Stromversorgung des Aufzugs wiederherzustellen. Mit ihm kommst du vermutlich am schnellsten nach oben. Na, mal sehen, ob die mir eine Freifahrt spendieren. Du wirst verdammt lange klettern müssen, wenn du es nicht schaffst. Ich will dir nicht wehtun. Wer sind sie? Leg die Waffe weg, okay? Ich will dir nicht wehtun. Wer sind Sie? Moment mal. Ist das eine Art Übung? Verdammt! Oh Mann. Kontakt hey, verloren! Der Knabe weiß, dass es eine Übung ist. Wer hat ihn da wieder die Klappe nicht halten können? Hab's doch gewusst! Verstanden. Okay, ja. Gut, mein Freund. Jetzt tu mir den Gefallen und spiel ein wenig mit. Name, Dienstgrad, Kennnummer. Corporal Stan Dunlop. 2428996. Hast du mir sonst noch was zu sagen? Nein, Sir! Guter Junge. Was? Ich soll zum Nächsten gehen? Gut, Roger. Was? Ah ja, ich frage nach. Die Zentrale will wissen, wie viele hier noch auf dem Dach sind. Zwei auf dem Dach, Sir. Dann noch zwei in einem Hubschrauber, die auf dem Weg sind. Danke. Wegtreten. Moment mal. Nichts hier, außer Geister und Schatten. Was ist los? Alles in Ordnung. Verdammt, was war das? Okay, du lässt dich nur verrückt machen. Vergiss es einfach.
ein Sicherheitssystem am Laufen hält. Sicherheitssystem? Wer um alles in der Welt würde denn 15 Stockwerke da hochklettern, nur um in diese Bude einzubrechen? Wie ich schon sagte, paranoid! Nichts hier außer Geister und Schatten. Hier geht's ganz schön zu.
Gebäude angelangt. Es gibt Baupläne der Etagen unter dem Penthouse und des angrenzenden Gebäudes. Haben wir die Pläne oder irgendwelche Blaupausen als Datei zur Verfügung? Ich setze Grimm darauf an. Aber bei dem Stromausfall... Schon verstanden. Ich werde sehen, ob ich irgendwelche Pläne finden kann. Gute Idee. Fischer, der Knabe sieht mir nicht gerade wie ein Nachtwächter aus. Er ist auf jeden Fall kein gefährlicher Wachmann. Vermutlich ein Söldner. Er hat die gleiche Ausrüstung wie die Typen, die La Serna beschützt haben. Die ganze Geschichte wird von Minute zu Minute immer ungemütlicher. Versuch herauszufinden, für wen diese Typen arbeiten. Mach ich. Was macht ihr hier? Wer zur Hölle? Nicht gerade ein gelungener Anfang. Entweder du redest, oder du stirbst. Ah, okay. Seid ihr bereit? Wir sind zum Schutz der VIPs auf dieser Etage eingeteilt. Wir müssen sie sichern, weil wir sie vom Penthouse aus nicht abriegeln können. Hat der Architekt des Gebäudes oder irgendein Techniker hier ein Büro oder einen Schreibtisch? Ja, natürlich. Im westlichen Teil des Gebäudes. Wo wir gerade so schön dabei sind, verrat mir doch bitte noch, für wen du arbeitest. Ich arbeite für Displays. Displays International. Wenn sie mich töten wollen, machen sie es bitte kurz und... Displays? Das ist doch die Firma von Doug Shetland. Ich weiß. Fischer, wenn Shetland ein falsches Spiel treibt... Wenn er ein falsches Spiel treiben sollte, dann werde ich mich persönlich um ihn kümmern. Ich werde aber das Gefühl nicht los, dass mehr hinter dieser ganzen Sache steckt. Gut möglich. Versuche herauszufinden, wer für diesen Sicherungsauftrag verantwortlich ist. Vielleicht treibt jemand bei Displays ein doppeltes Spiel. Wird gemacht. Was ist das? Was zum... Komm da raus und zeig dich! Das ist wohl eine Falle. Dieser Kerl ist gut, aber nicht gut genug für mich. Ach, ich habe da was gesehen. Gut möglich. Versuche herauszufinden, wer für diesen Sicherungsauftrag verantwortlich ist. Vielleicht treibt jemand bei Displays ein doppeltes Spiel. Wird gemacht. Was ist mit dem Licht los?
Sarkesi hat einen gesicherten Panic Room in der Nähe seines Schlafzimmers. Ich sehe mir das mal an. Sieht so aus, als hätte er auch Baupläne für das Gebäude gegenüber eingereicht. Das Gebäude gegenüber? Ich bin zwar kein Architekt, aber mir scheint es fast so, als ob die Gebäude über das Dach miteinander verbunden sind. Ich schicke dir die wichtigsten Daten auf dein Opset. Sie könnten dir ganz hilfreich sein. Danke. Fischer, Sarkesis Kameras arbeiten mit einem Infrarotstrahl, damit sie auch im Dunkeln funktionieren. Wenn die Dinge einen Infrarotstrahl einsetzen, dann müsste ich den doch mit meinem Nachtsichtgerät sehen können. Genau so ist es. Hör zu, es wäre ganz hilfreich, wenn wir Sarkesis Kamerasystem gegen ihn selbst einsetzen könnten. Verstanden. Werde versuchen, es anzuzapfen. Komm schon. Fischer, Sarkesis Kameras arbeiten mit einem Infrarotstrahl, damit sie auch im Dunkeln funktionieren. Wenn die Dinge einen Infrarotstrahl einsetzen, dann müsste ich den doch mit meinem Nachtsichtgerät sehen können. Genau so ist es. Hör zu, es wäre ganz hilfreich, wenn wir Sarkesis Kamerasystem gegen ihn selbst einsetzen können. Verstanden. Ich werde versuchen, es anzuzapfen. Unser Freund Sarkesi hat die Türen allem Anschein nach mit einem ferngesteuerten Magnetschließmechanismus gesichert. Du musst den Computer finden, der den Mechanismus steuert. Und wo soll ich mit der Suche anfangen? Vermutlich befindet er sich in dem Panic Room, den er hinter seinem Schlafzimmer versteckt.
Die sollte nicht offen sein. Wieder an. Ich dachte, die wäre zu. Nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Was? Drei? Verdammt. Richtig. Da hast du aber Schwein gehabt. Du bleibst am Leben. Sag mir jetzt schnell, was du weißt, sonst spielen wir noch alles in Ordnung. Oh Gott, das magnetische Schließsystem, das Dach ist damit abgeriegelt. Und was ist damit? Ich glaube, der Computer, der es steuert, ist im Schlafzimmer in der obersten Etage. Soll ich noch eine Zahl sagen? 4? Nein, 7? Personenschutz. Du weißt also schon Bescheid. Du weißt schon. Wir kennen uns schon ewig. Nun, dann halt dich mal ruhig an uns. Wir wissen nämlich genau, wie hier der Hase läuft. Schön leise sein. Bis zur Straße ist es ein weiter Weg nach oben. Oh mein Gott! Bitte! Tun Sie das nicht! Wenn ich mich nicht täusche, dann weißt du, wer hier für den Schutz der VIPs verantwortlich ist. Ja, es ist Nedic. Sein Name ist Milan Nedic. Hatte der auch bei der Bewachung von Morgenhold in Peru das Sagen? Ja, Milan kümmert sich um alle Displays-VIP-Aufträge. Nun, er scheint nicht wirklich gut darin zu sein, oder? Bitte! Werfen Sie mich nicht vom Dach! Das würde mir doch im Traum nicht einfallen. Milan Nedic. Ekelon hat gar keine Daten über ihn. Der Kerl existiert dort nicht einmal. Wer immer er auch sein mag, er arbeitet für mehrere Seiten. Wir müssen Shetland darüber informieren. Negativ, Sam. Die Sicherheit der Operation darf nicht aus irgendwelchen privaten Gründen kompromittiert werden. Wie du meinst. Wenn ich Nedic erstmal gefunden habe, wird der Typ sowieso kein Problem mehr sein. Schön zu wissen, dass dir deine Freunde so viel bedeuten, aber... Du hast doch gesagt, dass es den Kerl gar nicht geben dürfte. Ich behebe also nur einen kleinen Fehler in den Mühlen der Bürokratie.
Wen? Dvorak. Wo steckt er? Den Daten zufolge im Gebäude nebenan. Du kommst über das Dach dorthin, wenn du durch die mit Magnetschlössern gesicherten Türen gehst. Und wie komme ich durch die Türen hindurch? Da hat anscheinend gerade jemand die Magnetschlösser aufgemacht. Danke, Grim. Wie lange kennst du ihn schon? Ziemlich lange. Ich kannte ihn schon vor der Zeit bei Dispens und vor der Sache in Bosnien. Schon vor Bosnien? Meine Güte. Ich wusste ja, dass er Verbindungen hat. Aber das? Ja, wir kennen ihn schon eine ganze Weile. Er behandelt uns gut. Wir tun, was er sagt. Ja, ja. Er behandelt. Jetzt weißt du's. Du arbeitest für ihn. Also tu einfach, was er sagt. Ja, gut. Sicher. Wird sich bestimmt auszahlen. Es wird sich mehr als auszahlen. Es wird dich am Leben halten. Was ist mit dem Licht passiert? Was ist mit dem Licht passiert? Ah! Ja, gut. Sicher. Wird sich bestimmt auszahlen. Es wird sich mehr als auszahlen. Es wird dich am Leben halten. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Oh, gar nicht gut. Ja, gut. Sicher. Wird sich bestimmt auszahlen. Es wird sich mehr als auszahlen. Es wird dich am Leben halten. Warum ist das Licht aus? Bloß weg hier! Nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Was? Drei? Verdammt. Richtig. Da hast du aber Schwein gehabt. Du bleibst am Leben. Sag mir jetzt schnell, was du weißt, sonst spielen wir noch eine Runde. Oh Gott. Das magnetische Schließsystem. Das Dach ist damit abgeriegelt. Und was ist damit? Ich glaube, der Computer, der es steuert, ist im Schlafzimmer in der obersten Etage.
Gefällt dir mein neues Messer? Oh, mein Gott! Ich hab's jetzt schon ein paar Mal benutzt. Ist es immer noch scharf genug? Fühlt sich jedenfalls so an. Vielleicht solltest du mir lieber etwas erzählen. Sonst rutsche ich noch ab, weil mich irgendwas ablenkt. Unsere Erste-Hilfe-Ausrüstung. Sie wollen doch sicher an diese Vorräte. Im Waschraum. Neben der Küche. Und dabei wollte ich nächste Woche den Dienst quittieren. Gemacht, Fischer. Das war die erste Kamera. Es sollte noch 5 weitere geben. Ich halte die Augen auf. Gute Arbeit, Fischer. Das sind jetzt 4 von 6 Kameras. Ich versuche, die anderen beiden zu finden. Thank you.
Sehr gut, Sam. Jetzt können sich unsere Jungs Sarkesi rund um die Uhr ansehen. Ist mir ein Vergnügen, unsere Sessel Forza auf Trab zu halten. Bleibst du denn hier so ganz allein? Ich beschütze das Dach. Vor wem denn? Lassen Sie mich los, dann zeige ich es Ihnen. Bist wohl ein mutiges Kerlchen, was? Im Korridor. Wollen doch mal sehen, wie mutig du mit nur noch einem Ohr bist. Machen Sie nur, ich habe ja noch ein zweites. Wie viele Männer sind hier? Ich bin allein hier oben. Ja, genau, ich bin allein hier oben. Allein, was? Meine Güte, du bist vielleicht ein lausiger Lügner. Na und? Ich komme ja schließlich nicht vom Theater. Lassen Sie mich los! Muss meine Augen offen halten. Verdammt, wir haben verloren. Was ist los weg hier? Bleibst du denn hier so ganz allein? Ich beschütze das Dach. Vor wem denn? Lassen Sie mich los, dann zeige ich es Ihnen. Bist wohl ein mutiges Kerlchen, was? Wollen doch mal sehen, wie mutig du mit nur noch einem Ohr bist. Machen Sie nur, ich habe ja noch ein zweites. Wie viele Männer sind hier? Ich bin allein hier oben. Ja, genau, ich bin allein hier oben. Allein, was? Meine Güte, du bist vielleicht ein lausiger Lügner. Na und? Ich komme ja schließlich nicht vom Theater. Ein Geräusch? Na, bin wohl etwas nervös. Schön hier. Hast du die Dekoration ganz alleine ausgesucht? Wer?
Wer sind Sie? Der Vermieter. Du bist mit deiner Miete im Rückstand. Was wollen Sie? Wo finde ich Dvorak? Ich kenne keinen Dvorak. Wenn Sie Sarkisi meinen, der ist weg. Ich wurde schon mal gefoltert. Ich werde kooperieren. Ich werde tun, was Sie sagen. Wer ist da? Ich kann dich hören. Thank you.
Sie müssen Dvorak sein. Nun, Dvorak, hm? Ich dachte, hier sei der Zutritt verboten. Ihr Name ist nicht Dvorak? Nun, da ich ein ehrlicher Mensch bin, nun, nein. Wer sind Sie dann? Warum diese Eile, hm? Möchten Sie vielleicht etwas Tee? Lambert, irgendwas stimmt da nicht. Das kannst du wohl laut sagen. Was soll ich machen? Der alte Mann scheint harmlos zu sein. Quetsch ihn aus. Finde heraus, ob er etwas weiß. Das erinnert mich an den alten Jiggers. Jiggers. Wir kannten einander kaum, wissen Sie? Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Oh, ich glaube, da könnte ich Sie dasselbe fragen. Ich suche einen Mann namens Dvorak. Dvorak, ja. Nun, den werden Sie nicht finden. Hier entlang. Ja, da wären wir. Das ist Dvorak. Oh Mann. Ich glaube, ich habe soeben rausgefunden, warum du den Laden hier nicht hacken konntest. Ja, da könntest du wohl recht haben. Was zur Hölle mache ich jetzt? Moment. Ich brauche einen Rechenschieber. Finde heraus, was der alte Mann weiß, Fischer. Okay. Wenn das da Dvorak ist, wer sind dann Sie? Ich bin Dvoraks Aufpasser. Nett von Ihnen, dass Sie fragen. Und was ist dieser Dvorak? Dvorak ist... Nun, das werden Sie wohl kaum verstehen. Das glaube ich Ihnen gerne. Ich möchte es aber trotzdem wissen. Dvorak ist ein mechanischer Vertreter des selbstreferenziellen Axioms der Zahlentheorie. Dvorak kodiert seine eigene logische Struktur innerhalb seiner eigenen Arbeitszyklen und erreicht dadurch bei jedem Rechenzyklus eine genauere Bestimmung eben dieser Datenstruktur. Ja. Graham, hast du das? Mein Gott, es ist eine unendliche Zustandsmaschine. Schön. Und was soll ich jetzt machen? Wenn Sarkesi dieses Ding benutzt... Graham! Entschuldige. Sam, wir brauchen eine Kopie von Dvoraks Ergebnissen, damit wir herausfinden können, wie sein Algorithmus funktioniert. Wie komme ich an seine Ergebnisse? Er funktioniert mit Lochkarten. Lochkarten? Du musst die Sequenz neu starten und jeden der Türme in der richtigen Reihenfolge initialisieren. Dann schnappst du dir das, was er ausgespuckt hat. Woher weiß ich, welche die richtige Sequenz ist? Aktiviere die Schalter, wenn sich die Röhren aufheizen. Bitte den alten Mann um Hilfe. Ich brauche Ihre Hilfe. So, so. Was kann ich für Sie tun, mein Freund? Sie müssen mir dabei helfen, Dvorak zu initialisieren, damit ich an seine Ergebnisse herankomme. Ah, Dvorak. Nun, dabei werde ich Ihnen auf jeden Fall helfen können. warum starten Sie nicht einfach neu? Ich initialisiere die Türme auf dieser Seite. Sie übernehmen die andere Seite. Sich überhitzt. Es scheint, als hätten wir unseren Einsatz verpasst. Wir müssen wohl nochmal anfangen, mein Freund. Oh, die Röhren haben
haben sich überhitzt. Es scheint, als hätten wir unseren Einsatz verpasst. Wir müssen wohl nochmal anfangen, mein Freund. Das war's. Ihre Daten sollten jetzt fertig sein. Okay, ich habe das Zeug. Gut gemacht, Fischer. Erfülle deine restlichen Missionsziele und geh dann zum Extraktionspunkt. Bin schon unterwegs. Da drüben jemanden gehört? Was um alles in der Welt ist das? Ich habe nicht die geringste Ahnung, Fischer. Rede mit dem alten Mann. Vielleicht weiß der etwas. Ich brauche Ihre Hilfe. So, so. Was kann ich für Sie tun, mein Freund? Sie müssen mir dabei helfen, Dvorak zu initialisieren, damit ich an seine Ergebnisse herankomme. Ah, Dvorak. Nun, dabei werde ich Ihnen auf jeden Fall helfen können. Warum starten Sie nicht einfach neu? Ich initialisiere die Türme auf dieser Seite. Sie übernehmen die andere Seite. Okay, ich habe das Zeug. Gut gemacht, Fischer. Erfülle deine restlichen Missionsziele und geh dann zum Extraktionspunkt. Bin schon unterwegs.
Jetzt haben wir Gewissheit. Diese Daten beweisen, dass Herr Kesi schon lange eine Transaktion über die MCAS-Bank in Panama abgewickelt hat. Ist er derjenige, von dem Lacerdas Schläger die ganzen Waffen haben? Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Wir müssen uns sowieso mal mit ihm unterhalten. Wo finde ich ihn? Wir kümmern uns darum. Geh zum Extraktionspunkt. In Ordnung.
Ah!